Im Studio Laura Dünnwald. Und damit ganz herzlich willkommen. Die EU-Marinemission Sophia kann vorerst bis Ende August weitergeführt werden. Das hat ein Krisentreffen in Brüssel ergeben. Wie es aber danach mit der Rettungsmission weitergeht, ist ungewiss, denn die Regierung in Rom droht damit, keine Flüchtlinge in den Häfen mehr aufzunehmen. Christina Lewinsky. Nach der Messerattacke in einem Linienbus in Lübeck hat das Amtsgericht Haftbefehl wegen Mordversuchs gegen den 34-Jährigen erlassen. Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind ja wieder bestens, meinen zumindest Donald Trump und Wladimir Putin. Davon sind die Sicherheitsbehörden allerdings nicht so ganz überzeugt. Erst vor wenigen Tagen wurde in Washington offenbar eine russische Spionin festgenommen, Steffen Schwarzkopf. Ein Urlaubsidyll in der Karibik versinkt im Müll, wie die Aufnahmen einer Umweltschutzorganisation zeigen. Es sind Bilder eines Strandes, die das Ausmaß der Meeresverschmutzung durch Plastikmüll deutlich vor Augen führen. Sebastian Honekamp. Das Wetter ist schön, die Badeseen sind voll und natürlich ist gegen eine Abkühlung nichts einzuwenden. Jedoch unterschätzen viele die Gefahren auf und im Wasser. Jedes Jahr ertrinken hunderte Menschen hier in Deutschland und das häufig durch Unachtsamkeit. Jan-Friedrich Funk. Seit Donnerstag läuft in den USA das größte Action-Sport-Event der Welt. Die X-Games sind zu Gast in Minneapolis. Und das bedeutet, es treffen sich dort gerade die besten Skater, BMXer und Freestyle-Motocrosser. Und zu sehen gibt es das Spektakel noch bis Sonntagnacht live auf ProSieben Fun. Und das war's von uns. Jetzt kommt hier das Wetter und morgen sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.